Heute will ich eine philosophische Frage für dich als Fotografen ableiten und gerne mit dir in den Kommentaren drüber diskutieren. Die Frage leite ich ab aus einem Buch von Hermann Hesse mit dem Titel Der Steppenwolf. Das ist schon ein bisschen älter, unbedingt als Lesetipp an der Stelle. Und ich lese euch zuerst das Zitat vor und dann kommt meine Ableitung. Achten Sie darauf, wie diese irrsinnige Schallröhre scheinbar das Dümmste, Unnützeste und Verbotenste von der Welt tut und irgendwo gespielte Musik wahllos, dumm und roh dazu jämmerlich entstellt, in einen fremden, nicht zu ihr gehörigen Raum hineinschmeißt und wie sie dennoch den Urgeist dieser Musik nicht zerstören kann. Punkt, Punkt, Punkt. Als kurze Einordnung, es geht um ein Grammophon. Damals wohl eine neuartige Erfindung, als diese Geschichte eben gespielt hat. Für alle, die damit nichts anfangen können, das ist noch ein Vorläufer von einem Schallplattenspieler. Und alle, die das nicht kennen, es ist ein Gerät zur Musikwiedergabe. Ganz ursprünglich gab es nur Musik, wenn ein Musikant, mit welchem Musik immer, die Musik gespielt hat. Und sie war nur im direkten Umkreis hörbar. Musiker persönlich anwesend, Töne im gleichen Raum, direkte Schallübertragung ins Ohr. Und jetzt der philosophische Teil. Was heißt denn das für Fotografie? Ein Gedanke, der mir kam, könnte so aussehen. Du machst ein Foto auf einer Urlaubsreise und dieses Bild bringst du jetzt mit nach Hause, meinetwegen digital, zeigst es auf einem Tablet, auf einem Smartphone, vielleicht sogar auf der Kamera, deinen Freunden. Deine Freunde sehen somit, um das jetzt hier zu zitieren, wahllos, dumm, roh und dazu jämmerlich entstellt, in einem fremden Raum sehen sie jetzt das Bild von deiner Urlaubsreise. Ich mache kurz das Beispiel mit Afrika. Du sitzt in Stuttgart im Wohnzimmer und zeigst irgendwelche Bilder von Afrika. Ja, wie ist denn das? Du kommst aus der Afrika-Reise, du hast das Ganzkörpererlebnis, also die Temperatur, der Wind, die Geräusche, auch die Geruchseindrücke, die da eventuell da waren, also ein Ganzkörpererlebnis gehabt. Und die Leute, die das jetzt sehen, haben ja nur ein rein visuelles Erlebnis. Also die Fotografie reduziert das, ist durch ihr Medium automatisch reduziert nur auf das Visuelle. Jetzt könnte man argumentieren, ja, aus dem Zitat, dieses jämmerlich Entstellte, das mag bei einem Grammophon noch gegolten haben und die Tonqualität ist definitiv schlechter als mit einem einigermaßen akzeptablen Schallplattenspieler. Und das liegt aber meiner Meinung nach an der Wiedergabe dieser komischen Blechröhre. Da ist ein moderner Lautsprecher, der mit einem Schallplattenspieler betrieben wird, natürlich klanglich besser. So, zurück zur Fotografie. Wir sind ja heute von der Qualität der Fotografie sehr, sehr weit. Aber eine Fotografie ist 2D. So, und ich mache mein ganzes Fotografenleben fast ausschließlich 2D-Fotos. Fast ausschließlich. Ich habe tatsächlich auch eine 3D-Kamera, also mit zwei Linsen, mit der man stereoskopische Fotos aufnehmen kann. Ich habe sie für ganz, ganz wenige Projekte nur gebraucht. So, dass es fast schon grenzwertig war, die Kamera zu kaufen. Eigentlich muss ich sagen, es war nicht mal wirtschaftlich sinnvoll, die Kamera zu kaufen. Ich dachte, da wird auch mehr Nachfrage noch entstehen, aber tatsächlich ist die Nachfrage nach wirklichen 3D-Inhalten sehr, sehr gering. Und das ist ja schon mal ein Riesenthema. Obwohl Fotografie ein visuelles Medium ist, gibt sie uns nicht den 3D-Effekt, den du mit bloßem Auge in jeder Situation, in der du bist, eben hast. Du siehst in einen Raum hinein und siehst da meinetwegen einen Stuhl und siehst den 3D-Effekt des Stuhles. In der Fotografie stellen wir uns den vielleicht vor mit Schatten und aber richtig 3D, wenn du deinen Kopf bewegst am Bild entlang, passiert da 3D-mäßig nichts. Also das Medium Fotografie ist selbst heute noch kein besonders tolles visuelles Medium. Sagt der Fotograf jetzt hier,
Jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Ich würde noch mal weiter in das Zitat reingehen. Wahllose Musik. Das würde ich jetzt nicht sagen. Wahllos trifft es nicht. Ich behaupte jetzt mal, die meisten Fotografen machen während der Aufnahme bewusst die Bilder. Man macht vielleicht auch mal bewusst zu viele Bilder, okay, aber wahllos von jetzt irgendeinem Schnürsenkel oder sowas, den man gar nicht aufnehmen will, das macht man nicht. So dumm und roh, das sehe ich jetzt eher als Stilblüte an. So jämmerlich entstellt hatten wir schon. In einen fremden, nicht zu ihr gehörigen Raum hineinzuschmeißen, das trifft es immer noch. Du kannst in Social Media einmal um die ganze Welt reisen mit einem Wischen sozusagen über deinen Finger. Du bleibst im selben Raum, aber in den Bildern bist du am Taj Mahal, an den Niagara-Fällen und in der Wüste Gobi innerhalb von einer Bruchteil einer Sekunde. Also das ist ja schon ein seltsames Erlebnis. Und ja, man kann sich schon einerseits hineinversetzen, aber es ist natürlich auch sehr extrem. Diese Wechsel der Länder, wenn ich jetzt beim Beispiel der Landschaftsfotografie bleibe, das ist ja schon sehr extrem. Ich kann von heißen Regionen in kalte Regionen springen. Du kannst Kontinente überspringen. Du kannst ja auch Zeitreisen machen. Du kannst ja Bilder sehen von Orten, die es gar nicht mehr gibt, die einfach vor einiger Zeit aufgenommen worden sind. Dann gab es ein Erdbeben. Und dann wurde der Ort platt gemacht oder ein Vulkanausbruch oder ein Tsunami oder. Also das ist ja schon höchst seltsam. Um nochmal abseits von den Landschaften einen Vergleich zu machen, nehmen wir einfach mal an die Personenfotografie. Ob das jetzt irgendwelche Stars und Sternchen sind, ob das Models sind, ob das jetzt vielleicht auch Tiere sind. Du kriegst ja, um jetzt bei Social Media zu bleiben oder auch in einem Bilderbuch, kriegst du am laufenden Band nur das Beste an den schönsten Singvögeln, die ausgefallensten Bärenfotos, die wunderbarsten Models, kriegst du ja am laufenden Band präsentiert, also immer eine Vorauswahl der Besten. Und die nebeneinander. Da hat jemand lange gearbeitet, um eines der Bilder zu machen und dann kriegt man viele nebeneinander präsentiert. Das suggeriert für mich auch ein unerreichbares oder ein fast nicht erreichbares Ideal. Du machst eine ganz normale Urlaubsreise. Sicherlich wirst du auf der Urlaubsreise schöne Bilder machen. Vielleicht auch ein, zwei Highlight-Fotos. Aber nach dem, was wir in den Medien eben sehen, müsste sich ja ein Highlight-Foto an das nächste, so in einem Euphorie-Stadium, alles nur noch auf Hochgefühl laufen. Und das ist ja nicht der Lauf der Dinge, nicht der Lauf der üblichen Reise. Und auch abseits der Reisefotografie, das ist nicht der Standard in der Modelfotografie, in der Babybauchfotografie, in welcher auch immer. Um zurückzuspringen, zum Beispiel mit der Musik und dem Grammophon, da könnte man ja genauso ein fantastisches Musikstück von Komponist A, von Komponist B oder auch ein Popmusikstück, deine Lieblingsmusikstücke alle in Folge hören, von Künstlern, die nie im selben Raum waren. Das ist ja gleiches Prinzip. Also auch in der Musik kann man so einen euphorischen Hochflug auf maximaler Gipfelhöhe kann man ja in der Musik genauso erzielen. Also sprich, diese Kritik, die jetzt hier rüberkommt, auf das Grammophon gerichtet, die kann man verallgemeinern auf ein ganzes Genre der Musik, auf die abgespielte Musik. So abschließend endet das Zitat halbwegs versöhnlich und wie diese Schallröhre dennoch den Urgeist dieser Musik nicht zerstören kann. Das auf die Fotografie übertragen, trotzdem, obwohl sie all diese Mängel hat, obwohl sie nicht dreidimensional ist, obwohl es keinen Duft, keine sonstigen Sinneseindrücke anspricht, trotzdem nimmt die Fotografie den Urgeist dieses Ortes mit. Was sagst du dazu? Ich bitte dich, das wirklich mal zu hinterfragen.
Wir Fotografen schwimmen ja in unserem eigenen Saft. Ja, natürlich die Fotografie, warum betreiben wir es? Natürlich ist es was Glaubwürdiges, Ernsthaftes, Seriöses. Hinterfrag es ruhig mal. Es geht jetzt nicht darum, dass du die Fotografie an den Nagel hängst, sondern einfach mal diesen Kern der Fotografie. Was sind eigentlich die Limitierungen des Mediums? Und dann wäre es eine spannende Frage, siehst du Möglichkeiten, diese Limitierungen auszudehnen oder zu überwinden? Zum Schluss zwei Sachen. Wenn du tiefer einsteigen willst, hol dir gern das Buch von Hermann Hesse. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung. Und ganz zum Schluss ist mir die Diskussion mit dir wichtig. Wenn du bis hierher geschaut hast und jetzt keinen Kommentar schreibst, bin ich ein bisschen sauer, weil du hast bestimmt interessante Gedanken im Kopf. Schreib sie nieder. Schreib sie in einen Kommentar rein und ich freue mich drauf, das zu lesen. Zum Schluss lese ich dir nochmal das Zitat vor, während du tippst. Und dann kannst du es nochmal auf dich wirken lassen und gleichzeitig tippen. Achten Sie darauf, wie diese irrsinnige Schallröhre, scheinbar das dümmste, unnützeste und verbotenste von der Welt tut und irgendwo gespielte Musik wahllos, dumm und roh, dazu jämmerlich entstellt, in einen fremden, nicht zu ihr gehörigen Raum hineinschmeißt und wie sie dennoch den Urgeist dieser Musik nicht zerstören kann. Mit philosophischen Grüßen, dein Andreas. Mein Name ist Andreas Martin und in diesem kleinen Werbevideo will ich dich begeistern für mein neues Videotraining zum seriellen Fotografieren. Ich bin seit über 10 Jahren Berufsfotograf und habe da täglich mit Fotoserien zu tun. Und nur weil ich Fotoserien mache, buchen mich meine Kunden immer wieder. Sagst du, Moment mal, ich bin Hobbyfotograf, das interessiert mich nicht, was du da machst. Nicht ganz so schnell. Eine starke Fotoserie macht auch in deinem Urlaub, auf einer Geburtstagsfeier, egal wo du fotografierst, immer Sinn. Und es wird deine Fotografie auf ein neues Level bringen. So viel schon mal versprochen. Du wirst Klarheit in deine Fotografie bekommen, eine Wiedererkennbarkeit, vielleicht sogar irgendwann einen einzigartigen Stil. Damit du das alles möglichst einfach lernst, habe ich ca. 20 Videokapitel aufgezeichnet und die kannst du dir ab sofort für einen Einmalpreis gönnen. Ich bin so überzeugt, dass dir das Videotraining weiterhilft, dass du auch eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie bekommst, ohne Wenn und Aber. Als besonderes Highlight, es ist nicht nur ein reines Videotraining, bei dem du Inhalte konsumierst, dir Notizen machst und dann dir Wissen aneignest, sondern du hast im Videotraining die Möglichkeit, mir jederzeit Fragen zu stellen. Ganz spezielle Fragen, allgemeine Fragen oder konkrete Fragen, wenn du eine Serie umsetzt oder schon umgesetzt hast. Und du kannst nicht nur die Frage stellen, sondern du bekommst auch von mir eine Antwort darauf. Bringe jetzt deine Fotografie auf ein ganz neues Niveau durch das serielle Fotografieren. Wie das geht? Ganz einfach, Videotraining besorgen, Inhalte umsetzen, fertig. Viel Spaß mit dem Videotraining, dein Andreas.